Erst einmal kommen wir zur Vorgeschichte von Ali Osman. Wer ist Ali Osman und was ist öffentlich über Ali Osman bekannt? Ali Osman ist ein deutscher Rocker türkischer Abstammung und der ehemalige Präsident des 2015 verbotenen Satudara MC in Duisburg. 2015 wurde der Prozess gegen Ali Osman und andere Mitglieder des Clubs eröffnet. Die Staatsanwaltschaft listete in der Anklageschrift 15 Straftaten auf, darunter 2 Anschläge. In dem Prozess vor dem Duisburger Landgericht sagten 90 Zeugen, davon 36 Polizisten aus. Obwohl sich Motorradrocker meist strikt weigern, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, selbst wenn sie Opfer einer Straftat geworden sind, sagte Ali Osman zu seinen und den Taten anderer Clubmitglieder aus. Er legte ein umfassendes Geständnis ab und sagte nach der Kronzeugenregelung aus. In seinen Aussagen hatte Ali Osman auch die Namen von Hintermännern preisgegeben. Folge der Kooperation war eine kürzere Haftstrafe. Das Landgericht Duisburg verurteilte Ali Osman zu 6,5 Jahren Haft. Ihr Urteil begründeten die Richter vor allem mit seinem Drogen- und Waffenhandel. Das neue A-Team 2.0. Was war das A-Team? Kennt ihr das A-Team nicht? Das A-Team war eine beliebte amerikanische Fernsehserie. Die Serie handelte von einer Gruppe von ehemaligen Mitgliedern der US-Spezialeinheit. Das A-Team wurde von Menschen in Not um Hilfe gebeten. Das A-Team war bekannt für seine Fähigkeiten im Bereich Taktik, improvisierte Waffen und handwerkliche Fähigkeiten. Obwohl sie oft in riskante Situationen gerieten, wurden sie dafür berühmt, niemanden zu verletzen oder zu töten. Das war das A-Team im Fernsehen und jetzt kommt das A-Team 2.0 mit dem Hauptdarsteller Ali Osman. Was macht Ali Osman aktuell? Ali Osman und Cancel Culture. Cancel Culture ist ein Begriff, der verwendet wird, um einen sozialen Trend zu beschreiben, bei dem eine Person oder eine Gruppe öffentlich boykottiert, kritisiert oder ausgeschlossen wird, aufgrund von Aussagen, Verhaltensweisen oder Überzeugungen, die als kontrovers, problematisch oder inakzeptabel angesehen werden. In der Cancel Culture werden Personen oder Organisationen häufig über soziale Medien oder andere öffentliche Plattformen öffentlich bloßgestellt und es wird Druck ausgeübt, sie aus bestimmten Kreisen auszuschließen oder ihnen berufliche Konsequenzen zuzufügen. Dies kann zu beruflichen und persönlichen Auswirkungen wie dem Verlust von Arbeitsplätzen, Verträgen, Ansehen oder sozialen Kontakten führen. Befürworter der Cancel Culture argumentieren, dass sie als Mittel zur Verantwortlichkeit dient, um gegen schädliche Handlungen oder Äußerungen vorzugehen. Kritiker hingegen sehen die Cancel Culture als eine Form des übermäßigen oder unberechtigten öffentlichen Prangers an, bei dem Personen ohne ausreichende Untersuchung oder Möglichkeit zur Änderung ihres Verhaltens verurteilt werden können. Genau das passiert aktuell meist auf YouTube und Telegram auf den Kanälen von Ali Osman. Aktuell geht es um Vorwürfe gegen Sinan G., Carsten Stahl und einige anderen. Ist Cancel Culture strafbar? Cancel Culture selbst ist nicht per se strafbar, da es sich in erster Linie um einen sozialen Trend oder eine Form des öffentlichen Protests handelt. Es handelt sich um eine informelle Praxis, bei der Menschen ihre Stimme erheben, um Personen oder Organisationen für ihr Verhalten oder ihre Aussagen zur Rechenschaft zu ziehen, indem sie öffentlichen Druck ausüben oder Boykotte organisieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass in einigen Fällen im Rahmen der Cancel Culture rechtliche Grenzen überschritten werden können. Beispielsweise kann das Veröffentlichen von unwahren Informationen oder Diffamierung in Form von Rufschädigung rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Diffamierung beinhaltet die Verbreitung von falschen Aussagen, die den Ruf oder die Ehre einer Person schädigen können. Die Moral der Geschichte. Mein Fazit: Es ist gut, wenn Personen oder Gruppen sich für Benachteiligte einsetzen, das ohne Cancel Culture nie an die Öffentlichkeit gekommen wäre. Daher befürworte ich Cancel Culture, solange kein Rufmord oder Verleumdung stattfindet, denn dies wäre auch gleichzeitig eine Straftat. Daher sollte sich das neue A-Team Ali Osman immer stets an die Wahrheit halten.